Das Ende des Zeitalters der Ritter. Da habe ich folgende Frage. Da gibt es ja diese Schlacht von Crécy 1346, also genau ein Jahr bevor die Pest nach Europa schwappt. Und da ist es ja so, dass die Feuerwaffen und der englische Langbogen sozusagen die Vorherrschaft des Ritters auf dem Schlachtfeld beendet hat. Wie bewerten Sie diese Schlacht und wer hat da überhaupt gegen wen gekämpft? Also in Crécy steht sicher ein englisches Aufgebot, steht ein englisches Aufgebot dem Französischen gegenüber. Es geht im Rahmen dieses Hundertjährigen Krieges letztlich darum, wer den französischen Thron besetzt. Die englische Dynastie beansprucht das, die französische auch. Ja, im 14. Jahrhundert vollziehen sich Umbrüche in der Militärtechnik. Schon vorher, 1302, gibt es die berühmte Sporenschlacht von Courtrai, in der ein städtisches Aufgebot auch ein ritterliches Aufgebot besiegt. Lassen Sie Das. mich da nochmal nachfragen an der Stelle und vielleicht ein bisschen tiefer gehen. Also ich sehe da irgendwo eine Machtverschiebung auf dem Schlachtfeld von Adel, Ritter zum Volk hin, Langbogenschützen, aber auch ein bisschen später zum Gewalthaufen, Stichwort Schweiz oder Landsknechte. Sehen Sie auch diese Machtverschiebung, die zuerst auf dem Schlachtfeld passiert und dann in der Gesellschaft? Ich sehe eine Machtverschiebung, aber eine andere Art. Sie haben vollkommen recht. Das traditionelle Adelsaufgebot, also der gepanzerte Aristokrat zu Pferd, das tritt zunehmend zurück. Es erweist sich immer mehr als ineffizient. Neue Heeresformen, neue Militärtaktiken treten an die alte Stelle. Die stark bewaffnete Infanterie spielt hier einige Jahrzehnte lang die entscheidende Rolle. Aber diese Infanterie wird nicht von selbstbewussten Bürgern, die auf ihre Rechte pochen und Emanzipation wollen, gestellt, sondern von Söldnern, also von Berufssoldaten, die sich überwiegend aus den unteren Schichten, teilweise aus den Mittelschichten rekrutieren. Die werden angeworben etwa vom französischen König. Sie werden vermittelt durch die reichen Familien der Innerschweiz, die das große Geld machen. Diese Söldner sind Handelsobjekte. Sie werden regelrecht verkauft. Sie verkaufen ihre Körperkraft, ihre Wehrfähigkeit, letztlich ihre Gesundheit und ihr Leben. Aber sie sind Objekte, sind Bauern auf einem großen Schachspiel. Gewinner sind die Könige, die Monarchien, die Regierende, die den Krieg führen. Denn auf diese Weise drängen sie ihre Adligen, die ja immer auch Mitregierungsansprüche erhoben haben, allmählich zurück. Es sind die Monarchen, die Söldner in Dienst stellen Ja. und auf diese Weise ihre Position stärken. Das Volk hat bis ins 19. Jahrhundert kaum etwas zu sagen, mit Ausnahme der Jahre 1793 und 94 in Paris, wo die unteren Mittelschichten Revolution machen und eine Zeit lang ihre Interessen durchzusetzen vermögen. Aber ansonsten sind sie Verfügungsmasse in den Strategien der Mächtigen. Das heißt, Sie sehen dann nicht unbedingt eine Parallele zur Antike. Wenn man da ins antike Athen schaut, ist es ja so, dass die in der Phalanx gekämpft haben oder die Ruderer der Kriegsschiffe, die haben ja dann irgendwann mehr Einfluss bekommen und das hat die Demokratie befördert in Athen. Das sehen Sie nicht, weil das eben die im Gewalthaufen gekämpft haben, vor allen Dingen Schweizer, das waren eben Söldner und keine freien Bürger. Ja. Es waren Söldner, die anderweitig kaum ein Auskommen hatten. Sie kommen übrigens aus der Innerschweiz. Das ist eine karge Gegend, wo Getreideanbau kaum möglich war. Diejenigen, die die Kriegsschiffe bewegen, das sind sogar überwiegend Sträflinge, Galeerensträflinge, die also befristet oder lebenslang zu diesem Dienst verdammt worden sind. Im Gegensatz zu den freien Bürgern in den alten römischen Legionen und in den athenischen Aufgeboten des 5. Jahrhunderts. Nein, das ist ein großer Unterschied. Also Wehrdienst macht nicht frei, im Gegenteil. Davon profitiert eine politische und soziale Ordnung, die Europa stufenreicher, ungleicher, letztlich aristokratischer machen wird. Also die Profiteure dieser Entwicklung sind die Monarchen, die sich stehende Heere kaufen. Die müssen dafür Steuern erheben und werben dafür Söldner an. Allmählich nicht nur für konkrete Kriege, für aktuelle Konflikte, sondern auf Dauer. Und diese stehenden Heere sind natürlich auch eine
Zwangsgewalt im Inneren. Wenn irgendwo in Frankreich des 17. Jahrhunderts Bauern revoltieren, und das geschieht fast immer, konnte man die adäquat unterdrücken. Also diese Umschichtung, Verwandlung der Armeen, des Militärwesens, führt nicht in die Demokratie, ganz im Gegenteil. Das haben wir dann 1793, 94, als im revolutionären Frankreich auf einmal der Job eines Offiziers nicht mehr den Adligen gehört, sondern von Bürgerlichen bekleidet werden, von einfachen Leuten bekleidet werden kann. Mhm. Aber vorher ist Europa eine sehr in sich geschlossene und vor allem im 18. Jahrhundert sehr abgeschlossene, rigide Ständegesellschaft. Ja. Das heißt, dieses Söldnerwesen führt dann eher dazu, dass lokale Adlige an Macht verlieren und der König an Macht gewinnt. Ja, das ist der große Prozess dieser Zeit, der auch nicht gewaltfrei vonstatten geht. Adel bleibt Adel. Jede Monarchie ist auf Adel angewiesen im alten Europa. Aber man möchte den Adel letztlich zähmen, domestizieren. Das ist der große Prozess, den der große Soziologe Norbert Elias für Frankreich mustergültig nachgezeichnet hat. Dazu ruft der König, also Ludwig XIV., in der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts den Adel an seinen Hof. Die Adligen, die an den Hof dürfen, fühlen sich unendlich privilegiert, weil der König sie gewissermaßen in sein Schloss einlädt, mit ihnen zusammenlebt. Aber der König hat sie unter Kontrolle und er weiß, was sie tun. Und er kann sie gegeneinander ausspielen und auf diese Weise mächtiger werden. Also das Hauptbestreben der europäischen Monarchien bis ins 18. Jahrhundert hinein ist, die eigene Elite unter Kontrolle zu bekommen. Da fällt mir aber dann trotzdem eine Ausnahme ein, und das müsste doch England sein, oder? Durch die Magna Carta und dann viel später die Bill of Rights. Da ist es ja dann eigentlich genau andersrum. Da zähmt der Adel den König. Und auf dem Kontinent zähmt der König den Adel. Der Adel ringt dem König gewisse Vorrechte, gewisse Privilegien ab. Wir haben vor diesem Prozess der allmählichen Zurückdrängung des Adels aus den politischen Schlüsselstellen durchaus Ähnliches im kontinentalen Europa. Wir haben am Ende des Mittelalters, um diesen Begriff zu benutzen, die sogenannten Ständeversammlungen, die vom Adel dominiert werden. Wenn der König neue Steuern will, dann muss er den Adel, muss er die Stände, und wie gesagt, die sind vom Adel beherrscht, um Genehmigung bitten. Dadurch wird ja die Französische Revolution 1789 auch erst ausgelöst. Ja. Also, wir haben ähnliche Prozesse. Das ist ein kompliziertes Ringen. Der König garantiert dem Adel seine Exklusivität, seine soziale Spitzenstellung, auch seine kulturelle Führungsposition, aber er nimmt ihm die politischen Rechte. Das gelingt phasenweise sehr gut unter Ludwig XIV. Im 18. Jahrhundert gelingt es schon wieder schlechter, weil die französische Monarchie im 18. Jahrhundert nie in der Lage ist, das Staatsdefizit durch neue Steuern zu beheben, weil die Eliten, der Geburtsadel, aber auch der Amtsadel, der durch Ämterkauf reich und adlig geworden ist, einfach seine Genehmigung nicht erteilt. Also in gewisser Weise bleibt dieses Ringen zwischen Monarchie und Eliten bis zur Französischen Revolution unentschieden. Ja. Und dann ändert sich allerdings vieles. Lassen Sie mich noch mal kurz zur Antike kommen und ob ich vielleicht doch zwei Parallelen finden kann. Punkt 1, ist die Schweiz vielleicht eine Ausnahme? Weil da in der Schweiz selber, wenn die Schweizer für die Schweiz kämpfen, sind es ja keine Söldner, sondern sie kämpfen dann für ihr Land. Das könnte eine Parallele sein. Und Punkt 2, einige Historiker behaupten, dass der Gewalthaufen so eine Art Wiedererfindung ist der antiken Phalanx. Beides ist, muss man sicherlich sehr stark differenzieren. In der Schweiz verläuft die Geschichte in einem großen europäischen Rahmen, aber mit eigenen Akzenten. Im 14. Jahrhundert wird in der Schweiz eine ältere adlige Elite von einer neuen, vor allem durch Viehzucht und Fleischverkauf reichen Elite abgelöst. Die stärkt ihre Position, indem sie den Landleuten, also den Bauern,
weitgehende Zugeständnisse einräumt. Auf diese Weise entwickelt sich in der Innerschweiz die mythenumrankte Landsgemeinde, das heißt eine Versammlung aller mit dem vollen Landrecht versehenen männlichen volljährigen Bewohner, die alteuropäische Souveränitätsrechte ausübt. Sie wählt die Amtsträger, die immer aus vornehmen Familien kommen. Also insofern sind das Aristodemokratien. Aber sie kann auch rebellisch agieren, wenn etwa ungünstige Soldbündnisse geschlossen werden oder Sold ausbleibt. Dann kann sie auch die führenden Familien, die die Spitzenpositionen innehaben, zeitweise vertreiben. Das große Geld mit dem Soldgeschäft machen diese großen Familien, die sich dann auch Adelstitel zulegen. Die kriegen sogenannte Pensionen, das sind Jahresgelder, wenn man es böswillig ausdrücken will, Bestechungsgelder vom französischen König oder vom spanischen König für ihre Bereitschaft, für ihre Verfügbarkeit, eben Söldner anzuwerben. Das sind regelrechte Familienregimenter, die dann auch von Familienoffizieren geführt werden. Das ist eine Variante der europäischen Elitenlandschaft mit einem stärkeren volkstümlichen Element, aber kein absoluter Sonderfall. Die Phalanx des 15. Jahrhunderts ist doch in vieler Hinsicht anders als die Antike. Ein Militärtheoretiker wie Machiavelli war der Meinung, wir müssen von den alten Römern lernen. Und er hat Teile der Bewaffnung der römischen Legionen für seine eigene Miliz, die er in Florenz aufstellte, zu kopieren versucht. Er hat aber ganz klar gesehen, dass die Kriegführung anno 1500 etwas anderes ist als in der Antike. Man kopiert nicht die antike Phalanx. Man fügt für die neuen Kriegstechniken, für die verschiedenen Angriffsmethoden eben doch neue Bewaffnungsformen. Naja, beim Gewalthaufen gibt es ja schon die Parallele, dass eine Infanterie sehr dicht zusammensteht und mit langen Spießen ausgestattet ist, um eben dann effektiv auch gegen Reiterei zu sein. Also manche vergleichen das gerne mit der Phalanx. Es ist keine Phalanx, vielleicht wie im alten Griechenland. Vielleicht auch nicht so diszipliniert und so gut ausgebildet, wer weiß, aber... Sicher, aber ich meine, der große Augenblick dieser eidgenössischen Phalanx dauert ja nicht sehr lange. Sie haben ihre spektakulären Erfolge im 15. Jahrhundert auch noch am Anfang des 16. Jahrhunderts, 1513 bei Novara, ein schon sehr verlustreicher Sieg über das französische Heer. Sie haben dann ihren schwarzen Tag, gewissermaßen ihr Kanne im September 1515 bei Marignano, als eine neue Entwicklung deutlich wird. Die Geschütze sind inzwischen so stark, dass sie auch eine stark formierte Phalanx durch ihren Beschuss regelrecht auslöschen können. Ja. Trotzdem bleibt das Infanteriekontingent durchaus ein wichtiger Faktor der Kriegstechnik. Söldner wird ein regelrechter Lehrberuf. Es ist eine relativ komplizierte Ausbildung. Auch das unterscheidet sich von den Bürgerheeren der Antike. Da im alten Rom, also im wirklich älteren republikanischen Rom, ist das der Handwerker oder der Bauer, der für eine bestimmte Zeit lang Kriegsdienst leistet. Das wird dann ab etwa 100 vor Christus auch professionalisiert. Aber es gibt Ähnlichkeiten, aber es gibt auch große Unterschiede, weil sich im 16. Jahrhundert eben die Kriegstechnik doch entscheidend verändert. Die Kavallerie hat eine neue Rolle und die Artillerie, die Festungen spielen eine neue Rolle. Machiavelli hat das alles sehr widerwillig anerkannt, aber man kann häufig lesen, dass er ein unbelehrbarer Nostalgiker und Reaktionär in Militärsachen war, aber das stimmt nicht. Er hat manches aus der Antike übernommen, aber er hat schon den veränderten Zeitumständen auch Rechnung getragen.